Na gut, wir haben gelernt, man kann einigermaßen durchlaufen. Man muss auf dem Weg nach unten darauf achten, dass man bei diesem einen Kristall, wo ich hängen geblieben bin, da sollte man nicht hängen bleiben, während einem die drei anderen Kristalle folgen. Also die lebendigen Kristalle. Und das Skelett da unten kann das Skelett bleiben. So, runter. Runter. Und laufen. Laufen, 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 laufen. Eventuell sollte ich meinen Ring auch mal ändern. Weil wir sind jetzt ja doch in einem Gebiet, wo es schwieriger wird. Da brauche ich nicht unbedingt einen gierigen Ring. Und genau das hier meinte ich mit nicht beim Kristall hängen bleiben. An dem hier links hängen geblieben. Das heißt, hier einfach runter. Das heißt, die lebendigen Kristalle, die uns jetzt folgen, müssten langsam abgeschüttelt werden. So, du. Okay, weiter. Weiter, 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 weiter. Laufen. Aber runterfallen tun die nicht. Also die sind einigermaßen intelligent. Intelligenter als etwaige Riesenskelette im Grabmal der Riesen. Die sind hier regelmäßig runtergeplumpst. So, hier. Ah, ich höre aber hinterher stampfen. Verfolgst mich ganz schön lange. Da, da. So. Also, Spielchen nochmal. Du. Boah, Rollen auf Kristallen ist keine gute Idee und ich rutsch gerade wieder irgendwie. So, du kommst mit. Da geht's nicht lang. Wo geht's denn lang? Hier geht's. Na! Hoho, hoho. Leiche plündern? Moment mal. Blaue Brocken. Ja, nee, das ist nicht so wirklich interessant. Nein! Wollen wir nicht doch diesen Baum mit diesem Elektroblitz-Feuer-Dings drin töten? Das ist... Beziehungsweise da 20 Mal sterben? Das ist irgendwie nicht ganz so frustrierend wie an unsichtbaren Wänden in einem Kristalllabyrinth runterzurutschen. Ein Versuch noch. Ich probiere jetzt noch einmal irgendwo runterzukommen, wo ich festen Boden habe. Und wenn nicht, suche ich mir ein anderes Gebiet. Und wenn es einfach nur Grinden ist, um die Rüstung voll hoch zu bekommen. Auch wenn das natürlich nichts bringt bei solchen Gebieten. Da kommt es nämlich auf Spielerkönnen an. Und oder Spielergeduld. Aber wenn ich so oft an solchen Stellen runterrutsche, wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, dann ist das doch ein wenig doof. Wobei ich sagen muss, jedes Mal, wenn ich da runtergehe, bin ich bisher ein Stückchen weitergekommen, habe gelernt, wo ich langlaufen kann, wo nicht und so. Das geht schon. Aber muss das denn sein, jeden Meter Fortschritt mit einem Tod zu erkaufen? Tod an den Händen eines Gegners kann ich absolut nachvollziehen, habe ich kein Problem mit. Aber an der Umgebung, durch Fallschaden, muss nicht sein. So, also hier runter, alles gut, alles gut. Da gleich runterrutschen, an dem Möchtegern-Boss vorbei, der übrigens nicht aggro wird, außer man geht genau auf seine Nase zu. Was schon mal sehr gut ist. Weil ich hatte ja am Anfang gedacht, ich wecke hier nach und nach alle auf und muss dann hier durchlaufen, während vier von diesen quasi Bossen durchgehen auf und schießen. Das ist sehr gut, dass dem nicht so ist. Dann kommt hier das erste Ding. So, geradeaus rüber. Alles gut. So, dann. Moment mal. Hast du schon geaggrot? Ja, hast du schon. Da können wir rauf. Nein! Was ich nämlich gerade gesehen hatte. Da, also diese Plitsche-Dinger, die runterfallen und auf dem Boden dann zerschellen, wo eigentlich kein Boden ist, woran man dann sehen kann, dass man da doch langlaufen kann. Da, wo wir gerade totgehauen worden sind,
Da waren mehrere davon in einer Reihe. Das sah so ein bisschen aus wie eine Abkürzung. Und wenn ich etwas jetzt gebrauchen kann, dann ist das eine Abkürzung durch das Gebiet da. Aber wir haben da nicht viel Zeit. Das heißt, ich falle darunter, bin unter Zeitdruck, weil der Golem geaggrot ist. Könnte dann also jetzt versuchen, das ein bisschen dazu erforschen, aber ich werde dann auf jeden Fall sterben. Entweder werde ich sterben, weil der Golem aufholt und wir mitten in der Luft stehen und nicht wissen, wo wir hinlaufen können. Oder ich hänge schon wieder an dem Kristall fest. Ja, okay. Also von dem Golem werden wir dann sterben oder ich rutsche einfach aus. Weil das sah da nicht so fest aus. Also dieser andere, der erste Weg, wo man über die Luft läuft, der scheint ziemlich breit zu sein. Ich habe da überall Kristalle hingeworfen auf dem Boden. Die blieben alle liegen. Aber der andere, der sah nicht so aus. Da war auch nicht so viel Funkel-Splitterzeug wie hier zum Beispiel. Deswegen ich halt echt denke, dass es eine Art Abkürzung sein könnte. Ich will doch nur hier durch. Genau, da ist unser Seelenhaufen. Ich versuche jetzt mal den Seelenhaufen zu ignorieren. Vielleicht aggro ich dann hier den Mob da hinten nicht. Und schmeiß dann meine Kristalle auf den Boden. So. Hier? Was? Ernsthaft? Okay. Okay. Also da ist ein Weg, aber er ist sehr, sehr kurz. Jedenfalls auf der Seite. Ich glaube, wenn ich weiter links gegangen wäre, neben meinem Seelenhaufen, der jetzt übrigens weg ist, den ich ruhig hätte einsammeln können, weil das Viech hat mich so oder so geaggrot. Also ja, wenn ich beim Seelenhaufen weitergegangen wäre, dann wäre dieser durchsichtige Pfad, undurchsichtige, na doch durchsichtige Pfad, wäre der durchsichtige Pfad wahrscheinlich länger gewesen. Weil man halt hinten auch diese Pfützen wieder sehen konnte. Also gut, nächster Versuch. Da, da. Was mache ich jetzt? Versuche ich weiter diese komische, obskure Abkürzung da zu finden? Oder laufe ich einfach an dem zweiten Golem auch vorbei, also drumrum? Das ist aber echt doof, weil ich kann teilweise nicht so wirklich sehen, wohin die angreifen. Und sie drehen sich auch mit dem Charakter mit. Also wenn ich auf sie raufziele und dann um sie rumtänzel, dann drehen die sich bei Angriffsbewegungen mit und hauen einen dann. Und sobald ich einen einzigen Gewisch bekomme, kann ich schon runterrutschen. Das ist nicht so gut. Und wenn ich schon so ein Halbgott langsam werde, könnte ich dann nicht bitte einen Fallschirm bekommen? Oder levitieren? Levitieren wäre echt super. Und das ist eine gute Taktik bei dem. Also man lernt definitiv jedes Mal bei jedem Tod was Neues. Man kommt auch voran, aber komm schon, Fallschaden, das mag ich nicht. Ja. Da war mir sogar das schwarze Loch. Ja, das ist eine gewagte Aussage. Was ist schlimmer, das hier oder das schwarze Loch für mich? Ohne Licht. Keine Ahnung. Nimmt sie ungefähr gleich, würde ich sagen. Wo ist der Golem hin? Wollen die mich jetzt veräppeln? Na gut, hinterfrage ich mal nicht. So. Genau, hier. Bus mit Stein. Hab noch 77. Das koste ich voll aus. Ja, eigentlich müsste ich hier laufen können, weil wenn da, ne? Ja. Es ist doof. Vor allem aggro ich gleich einen von denen da. Okay, also es ist eine Abkürzung von dem Kristall da zu dem Kristall da. Und da kommt man auch hin, wenn man einfach da oben rumläuft und dann runterfällt.
Was die ja doof ist. Und ich weiß nicht, ob es eine gerade Verbindung ist oder ein geschwungen. Das heißt, ich kann das jetzt auch nicht schnell nachlaufen beim nächsten Mal. Sieht interessant aus. Okay. Also da lang. Ja. Da lag der Loot. Wo geht's weiter? Ernsthaft, wo geht's weiter? Ich sehe kein Funkelzeug. Da oben ist Funkelzeug. Oh, warte mal, ist das vielleicht nur ein Weg zurück? Vielleicht muss man oben irgendwo rüberspringen. Und wenn man den Sprung nicht schafft, hat man hier die Möglichkeit, wieder hochzulaufen. Ich guck mal. Okay, da geht's rund. Ja, au. Oder hinter ihm geht's weiter. Ja, tot. Und die putzen alle runter, ohne dass sie irgendwo drauf landen. Ja, okay, ich guck hinter ihm. Hallo Golem. Hinter ihm. Geht es nicht weiter. Okay, bleibt nur noch eins. Und zwar das Gebiet über ihm. Da, wo wir hingelaufen wären, hätten wir nicht mit dieser komischen, doofen Abkürzung rumgespielt. Also da nicht lang, da lang. Also wir gehen jetzt wieder dahin. Wir nehmen nicht die doofe Abkürzung. Und gucken, ob wir oben irgendwo raufspringen können. Weil unten scheint es nicht weiterzugehen. Jedenfalls nicht da. Ich habe nämlich nirgendwo gesehen, dass diese Eiskristalle, die von der Decke runterpurzeln, irgendwo drauf gelandet wären. Und wir haben ja auch versucht, ein paar Prismensteine hinzuschmeißen. Prismasteine, genau. Ja. Alternativ könnte ich auch versuchen, den einen Golem zu töten. Aber so wenig Platz. Und die halten doch gut was aus. Das sind nämlich andere. Die haben eine leicht andere Farbe und scheinen härter zu sein. Und hier geht's nicht lang. Hier geht's lang. So, komm mal her. Hier können wir nämlich ganz kurz... Oder so. Wenn jetzt noch runterfallen würdest, wäre es ideal. Naja. Vielleicht gibt's auch ganz woanders einen Weg. Das würde ich dem Spiel glatt zutrauen. Es hat einen offensichtlichen Weg, den hier. Der führt ganz weit runter und dann geht es einfach nicht weiter. Und der eigentliche Weg wäre ganz oben gewesen, in einer kleinen versteckten Nische. Und da geht es dann weiter. Krummel. Also hier. Von hier aus rechts. Warte mal ganz kurz. Aber der Golem ist weg. Also ganz weg, weg. Das ist schon mal gut. Hier rum kommen wir auch nicht, nö. So, die Abkürzung nehme ich diesmal nicht. Ich gucke auf diesem Gewulst hier, ob es da irgendwo weitergeht. Ah, nicht rutschen, nicht rutschen, nicht rutschen. Wie jetzt? Oh, okay, okay, okay. Da ist was. Ja, da ist was, aber da ist nur der Weg zu dem Golem da. Hauen. Wahllose Zerstörung. Naja. Können wir nicht nach und nach den ganzen Kristall einfach kaputt hauen und dann auf den Scherben runterrutschen? Also. Nee. Also hier. Genau, was steht denn da? Gleich fällst du tief. Nö. Nö. Nö.
Ah, da ist ein Weg lang. Ja. Okay, also es geht da weiter. Das heißt, man darf nicht hier runter zu dem Golem, man darf nicht da unten zu dem Loot. Man muss hier oben von dem Knubbel ab. Moment mal. Wo kommt man denn hier lang? Oder wie kommt man hierher?